und ein weiterer Tag in den Nebelanden, in den Nebelchroniken. Ich bin der Lord-Agent und heiße euch herzlich willkommen. So, Freunde, das letzte Mal, da haben wir ja hier ein klein wenig klar Schiff gemacht. Hier brutzeln fröhlich die Sachen vor sich hin. Ich habe nur 22 Eisen dabei, das müssen wir mal ein bisschen ändern. Da muss jetzt ein bisschen mehr her, denn wir brauchen ein wenig mehr Rüstung. Also, beziehungsweise neue Rüstung, ne? Machen wir mal fix. Und dann geht's heute natürlich wieder Vollgas drauf und dran, die schwarze Bergfeste herauszuputzen. Um, ja, wie gesagt, ein gutes Bild auf ankommende Besuche zu machen. So, neu ausgerüstet. Das Zeug, das werfen wir dann gleich einmal in unsere Rüstungstruhe. Und wir müssen gucken, dass wir irgendwie jetzt dann noch unsere 17 Level zusammenbekommen. Das war... Dann nur, die sind ja noch fast gut. Oh. Die sind ja echt nur fast gut. Unser mega toller Schutz. Ja. Spitzhacken müssen wir noch ein paar machen. So. Mal schauen wir mal, wie viele das war da. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Naja, drei Stück sollen für den Anfang erstmal genügen. Zack, zack. So. Warte mal, ich sitze hier gerade ein bisschen ganz unnatürlich da. Das muss ich mal eben fix ändern. So. So ist besser, glaube ich. Das ist gut. So, jetzt. Gucken wir doch mal. Wir hatten das letzte Mal oben... Wolfman, da ist ein ganz schlechter Platz. Warte. So. Wir hatten das letzte Mal hinten oben, also oben hinten, also da rechts in dem Gang hatten wir ja weitergemacht, um unseren Aufgang hier zu machen. Genau. So, hier könnte man dann ein schönes, großes Fenster, obwohl ein Durchgang, Fensterdurchgang. Warte mal, ich hau hier einfach mal so ein bisschen Freischnauze was weg. Und hier könnte man ja in der Theorie nochmal ein paar Treppen nach oben führen. Das ist der Balkon. Obwohl, da könnte man eigentlich dann hier so ein separates Treppenhaus machen, was nach oben führt. Und dann dort oben den Balkon haben, damit man da schön alles überblicken kann. Ich glaube, das machen wir eher. Denn wenn die hier patrouillieren, dann sollen die ja weniger reingucken. Obwohl sie ja natürlich sehr eng verbunden sind mit ihrem Herrn Lord-Regenten, die Herren und Damen der Patrouille der Nebellande. Also die Nebelwächter. Das Bett, das packen wir jetzt mal mit ein, vorsichtshalber. Hier, fangen wir doch einfach mal hier an. Da brauchen wir jetzt dann noch ein bisschen Fichtenholz, Fackeln, Zäune, Steinziegel. Du kommst auch wieder mit. Was haben wir denn hier noch? Oh, Fichtenholz. Aber kein... Na, Halbsteinziegelstufen. Na, schauen wir mal, vielleicht genügt das ja. Lass mal sehen, das sind zwei und dann habe ich Doppelfenster reingemacht. Schauen wir mal, wie es hier vom Platz her reicht, wenn ich hier... Du kommst erstmal weg. Zwei. Zwei. Und dann Dreierfenster könnte man auch machen. Das ist komplett vier hoch. Genau. Vier hoch. Unten ist auch durchgezogen. So. Da könnte man natürlich auch noch zwei einzelne machen, ne? Na, dann machen wir, glaube ich, eher zwei einzelne. So, dann wird das natürlich hier mit den Steinziegeln ausgefüllt. Machen wir jetzt einfach mal so. Oh, warte mal, da muss ich wieder ein bisschen tricksen. Da haben wir doch hier Kobbels dabei. Pock, pock. Und dann diesen hier. Und eine Fackel reingeflanscht. So. Und dann noch die Zäune mit auf die Hand. Dann ist das nämlich auch schon verkleidet. Das läuft doch alles. Ja, so langsam blicke ich der 1000 nicht mehr gar so ja, bedenklich entgegen, denn nach und nach nimmt mir hier alles so ziemlich Gestalt an und das erfreut mein Lord-Regentenherz. Das mache ich jetzt erstmal hier oben. Mache ich jetzt erstmal dicht. Oh. Natürlich, da... Boah. Da oben müssen wir natürlich... Oh, fängt ja schon mal gut an hier. Ich sollte nicht mehr so spät aufnehmen. So. Machen wir erstmal dicht. Das da nach oben muss natürlich dann auch noch dicht gemacht werden. Da müssen wir uns dann aber, glaube ich, ein paar
richtige Steinziegel besorgen. So, hier drüben, da müssen wir dann auch noch weiter. Das wäre natürlich noch so ein Highlight, wenn ich das hier fertig bekomme. Na, mal gucken. Das hier muss jetzt dann noch fertig. Das heißt, Steinziegel organisiere ich, dann organisiere ich noch ein bisschen Kies. Nom, 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 nom. Spitzhacke haben wir am Start. Ja, mehr brauchen wir vorher erstmal nicht. So, ja, also die ersten Einladungen, habe ich das letzte Mal schon erwähnt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die ersten Einladungen sind auf jeden Fall schon raus und die ersten Zusagen habe ich auch. Ich hoffe nur, dass das dann terminlich auch so klappt, weil dazwischen kommen kann ja immer was. Und den Aufnahmetermin, den habe ich so ein bisschen ja planmäßig festgesetzt. Das sollte eigentlich reichen. Und nochmal so Kies. Wie lange braucht ihr noch zum Brennen, Kumpels? Naja, dann lassen wir euch mal brennen. Kommen wir dann später nochmal vorbei. Denn, ja, da habe ich mir einen Termin ausgesucht, wo ich mir dachte, gut, da kann ich dann noch ein bisschen vorbereiten. Das sollte dann hier halt mit dem Fortschritt der Schwarzen Bergfeste, nee, lassen wir so, auch im Einklang sein, also dass ich dann quasi 999 plus, sagen wir mal, maximal 3 Folgen aufgenommen habe. Denn, wie gesagt, es kann immer mal was sein. Nicht, dass dann irgendwie auf einmal irgendwas nicht passt und es irgendetwas weggesprengt wird, aus welchen Gründen auch immer. Dann muss ich dann natürlich handeln und das noch ausbessern. Ist klar, ne? So, und der muss auch noch. So. Dann einmal die normalen Steinziegel auf der Hand und ausgekleidet. Und dann sollte das auf Anhieb in der Theorie passen. So. Da haben wir da schon kein nackiges Stück mehr. Nee. Alles ausgekleidet, wunderbar. Den nehme ich jetzt auch mit. So. Jetzt in der Theorie würde es ja jetzt hier weitergehen, dass wir da weitermachen. Oder warte mal. Nee, da mache ich hier, mache ich da schon, da mache ich das Treppenhaus hier. Obwohl, das wäre, glaube ich, auch ganz cool, wenn es da dann auf... Obwohl, warte mal. Hier geht es ja auf diese Mauer. Und diese Mauer in Verlängerung führt er dann dahinter und kann dann hier entlang. Das heißt, wir könnten in der Theorie hier doch noch einen Übergang schaffen. Dann machen wir das doch. Da wir eh schon eine Verbindung haben, weißt du, können wir es dann auch so machen. So, jetzt habe ich natürlich von diesen Halbstufen nichts dabei. Naja, Mist. Weil dann kann man hier dann noch ein bisschen Steinziegel hinhauen. Hier kommt dann noch sowas her, aber oben müssten wir ein bisschen auskleiden. So kann ich das ja nicht lassen. Wie gesagt, kann jederzeit passieren, dass wir natürlich das ein oder andere wieder mal weghauen, aber dann ist das halt einfach so. Den lasse ich mal noch weg. Ja, genau, machen wir so. So, und hier kommt ja dann die Mauer ganz normal rein. Dann machen wir da noch. Und der noch weg. Genau. Die Sonne ist am Untergehen, Freunde. Ich flitze nach unten. Auf dem Weg ins Lager können wir dann noch eine Runde pennen gehen. Und dann geht es weiter auf der lustigen Reise durch die Schwarze Bergfeste. So, gute Nacht. Kann ich noch nicht. Dann flitze ich erst nach unten und hole das Zeug. Und dann gehen wir pennen. Ach ja. Ich habe mir mal was überlegt. Ich hatte das in der letzten Aufnahmesession schon mal angesprochen. Warte mal, ich brauche jetzt erstmal hier 1, 2, 3, 4... 2, 4, 5. Warte mal. Warten Sie kurz. Ich handle. Hä? Ich hatte doch... Hatte ich nicht gerade irgendwo Flint gesehen? Oder bin ich blind? Ich glaube, ich bin blind. Upsa. Dann stopfe ich schnell die Erde noch weg. Hinfort.
holen wir uns nochmal einen Stack. So. Jetzt, gib mir Level. 2, 3, 4. Der hier. Und da ist er. So, 16 Level. Das heißt, wenn ich jetzt oben die Kartoffeln mitmache, haben wir 17 Level. Wir können unsere Schaufel endlich reparieren. Aber ich bin mal wieder, wie so üblich, oder öfters mal vom Thema abgekommen. So, jetzt pass auf, ich nehme hier die 3 Stacks mit. Dann braucht man natürlich noch ein wenig Sandstein und Glowstone. So, das ist alles komplett Sandstein. Dann nehmen wir uns mal die mit. Dann nehmen wir uns auch noch vom gemeißelten und vom glatten. Davon haben wir gar keinen, okay. Und die. Habe ich denn noch Platz für meine Schaufeln? Ja. Achso, ich habe aber für nichts anderes Platz. Dann schmeiße ich die Fichte halt noch schnell weg. Ist ja gut. Dam, 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 dam. Schwein, rutsch mal ein Stück. Ich muss mal hier auf mein Aufnahmeprogramm gucken. Oh, es regnet. Okay, es läuft. Huch, Schwein, mach Platz. Ja, das ist jetzt mein Glücksschwein, denn, ach, das ist schwarze Eiche? Ich dachte, das wäre Fichte. Das sitzt hier seit ein paar Aufnahmen lang auf meiner Tastatur und, auch wenn es doof klingt, guckt mir beim Aufnehmen zu. Aber wie gesagt, ist mein Glücksschwein. Das bringt mir Glück. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Platz. Dann gib mir meine Diamantschaufeln. 1 und 2. Und dann könnten wir in der Theorie eigentlich den Berg drüben noch abtragen, dass das ein bisschen besser aussieht hier. Aber jetzt erstmal gute Nacht. So, guten Morgen. Haben wir denn noch 3 Plätze? Haben wir. So, tada. 17 Level. Schöne Ding. So, ach, 23, da ist natürlich verkehrt rum. So, wenn wir auch noch die Superspitzhacke mitnehmen. Ne, komm, eins nach dem anderen. Ich fange oben an. Ich habe natürlich den Glowstone vergessen, ich hält. Ach, egal. Obwohl, hier sind nirgendwo diese gemeißelten mit drin. Da ist nur Glatter mit drin, okay. Weiß ich Bescheid. Dann machen wir jetzt nochmal hier so 2 Stück oder was. Dann machen wir noch einen dritten, bevor es dann übergeht in den anderen. So, und dann machen wir den hier so. Und den hier so. So, dann brauche ich jetzt nochmal die Treppchen. Der glatte. So, so. So, dann wäre in der Theorie eigentlich der oberste ausgeleuchtet gewesen. Aber dann machen wir einfach einen Clown, setzen die da rein. So, so. Und so. Dann kommt die da oben rein und dann können die da rausleuchten. Das ist gut. Ach, guck mal, ich habe noch was vergessen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Unkonzentrierter Lord Agent, unkonzentriert. Was soll denn das? So. Hier muss ich natürlich auch noch dann die Mauer da langziehen. Ich deute das mal hier so an. Und dann können wir von unten hier natürlich auch noch. Und dann können wir da von unten wahrscheinlich noch mal ein bisschen dran. Oh. So. Gut, dann greife ich mal schnell hier zu diesen Mitteln. Machen wir das so. So, den hier vorne lang. So, na komm, jetzt. So, dann kommt da, die Treppen habe ich jetzt nicht mit, naja. Sei es drum. So, wir müssen dann von oben hier noch ein bisschen was abheben. So, und wie gesagt, den Balkon, den mache ich dann im Treppenhaus. Jetzt machen wir hier erstmal noch die Mauer weiter.